Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute möchte ich euch mal ein bisschen was von meinem Alltag erzählen in Zeiten von Corona. Ich bin momentan im Homeoffice, das heißt, ich arbeite hier von zu Hause. Also jetzt nicht an YouTube, sondern eigentlich, sage ich mal, von Montag bis Freitag, von morgen 7 bis um 3, 4 hier an meinem Büroarbeitsplatz bei mir zu Hause und mache da meine Tätigkeit weiter. Ich arbeite im Maschinenbau und da in der Entwicklung bzw. im technischen Consulting. Und da sitzen wir so 80-90%, sage ich mal, im Büro mit mehreren Kollegen zusammen und relativ eng aufeinander. Und da hat sich jetzt die Geschäftsleitung, Gott sei Dank muss ich sagen, entschlossen, dass wir ins Homeoffice können. Ich muss sagen, Homeoffice ist für mich noch ein Fremdwort gewesen. Ich habe das seither noch nie gemacht und bin da erstmal so am Reinfinden. Muss aber sagen, mit der neuen Technik oder mit der neuen Kommunikation, Internet, Starlift, Skype und VPN-Tunnel, da klappt es wirklich super. Also ich kann zu 95% so gut daheim schaffen wie jetzt in der Firma. Also das ist jetzt mal so ein Vorteil von Corona, wenn man es als Vorteil nennen darf, ja, dass man sich einfach auch mal mit dieser Art des Arbeitsplatzes beschäftigt und auch lernt, damit umzugehen. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, der ganze Tag zu Hause zu sein, in seinem Büro zu sitzen, aber ja, man gewöhnt sich daran und ich komme da ganz gut zurecht. Ich habe hier meinen Geschäftsrechner, habe die Monitore angeschlossen und kann da echt super gut arbeiten. Man braucht natürlich eine super schnelle Internetverbindung, das ist ganz klar. Ja, aber warum mache ich jetzt das Video? Ich habe mir einfach so ein bisschen Gedanken gemacht, was gerade so alles passiert. Und ja, wollte jetzt einfach ein bisschen damit euch darüber reden oder euch ein bisschen was erzählen, meine Gedanken bei der Geschichte. Ich habe ja das große Glück, wie gesagt, dass ich zu Hause arbeiten kann. Das heißt, ich kann jetzt wirklich Menschen aus dem Weg gehen und fühle mich da jetzt auch ja, relativ sicher, muss ich sagen. Also zumindest, was das betrifft, ja. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt einkaufen gehe oder ja mit meiner Frau einkaufen gehe, auch in den Supermarkt, da finde ich das eine Katastrophe, muss ich echt sagen. Inzwischen, muss man sagen, haben sie es im Griff, dass die Leute Abstand an der Kasse halten. Aber wenn ich die armen Verkäuferinnen ansehe, wie die in ihrer Kasse sitzen und keinerlei Schutz haben, also bei uns ist bis dato, bis gestern, kein Schutz irgendwas da gewesen für die Verkäuferinnen an der Kasse. Hinten hält man 1,5 Meter Abstand und an der Kasse direkt steht man der Verkäuferin face to face. Man muss die Karte hinhalten, man muss den Bon holen, man muss irgendwelche Sachen machen. Ja? Die sind so, wie soll ich sagen, so ausgesetzt oder so an der Front, dass ich das echt nicht verstehen kann. Meine Tochter arbeitet auch bei so einem großen so einer großen Einkaufskette oder Lebensmittelkette und da ist genauso nichts dran. Jetzt habe ich gehört, sie fangen an, endlich Plexiglasscheiben davor zu machen, dass dieser direkte Kontakt nicht mehr da ist. Aber das ist viel zu spät sowas, ich kann das nicht verstehen. Ja. Und das sind einfach so Gedanken, die man sich so macht in der Zeit von Corona. Ja, dann gibt es andere Bereiche, die Zahnarzthelferinnen, die sind auch so direkt dieser ganzen oder diesen Patienten ausgeliefert. Ja, die sind ja auch innerhalb von 30-40 cm sitzen die am Patienten. Auch da, denke ich mal, ist das ein hohes Risiko. Da wird auch nicht so arg viel gemacht, was man da so hört. Und dann gibt es noch so viele andere Bereiche, wo man einfach viel zu spät reagiert und da irgendwas macht, damit auch diese Leute besser geschützt werden. Hundertprozentigen Schutz gibt es natürlich gar nicht, das ist auch klar, aber dass man nichts macht in dem Bereich, das finde ich einfach schlimm, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, bei mir ist es optimal hier. Was bei mir natürlich auch ist, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, Projekte zu machen. Ich darf ja nämlich groß aus dem Haus jetzt. Ich denke mal, über kurz oder lang wird auch diese Ausgangssperre kommen. Da ist Gott sei Dank mein Materialvorrat im Haus da, dass ich Projekte durchziehen kann. Das heißt, da wird es dann das ein oder andere Projekt geben, das ich schon länger vor mich hinschiebe. Ja, was gibt es noch zu sagen, Zeiten Corona?
Ich finde es mega schlimm, wenn man hört, was in Italien gerade so passiert und wie es bei uns immer weitergeht. Man darf das wirklich tatsächlich nicht unterschätzen. Ich meine, ich kann die Menschen verstehen. Ja, man riecht es nicht, man hört es nicht, man sieht es nicht, man fühlt es nicht. Im Prinzip ist es wie Strom. Erst wenn man richtig hinlangt, dann passiert das Unglück. Ja? Und so ist es vielleicht auch ein Stück weit mit Corona. Deswegen ist diese Akzeptanz sehr schwer. Vor allem, wenn man keinen Menschen daheim hat, der direkt betroffen ist, oder ältere Menschen, die das dann wirklich haben, ja, ist es ganz schwer, diese Gefahr dahinter auch so zu verstehen, vor allem auch bei den jüngeren Leuten. Aber ich denke, ich hoffe, dass es jetzt bei jedem wirklich angekommen ist, dass man einfach sich ein bisschen zurückziehen muss und in der häuslichen Umgebung eine gewisse Zeit einfach bleibt. Ja, ich denke, YouTube wird jetzt ein bisschen mehr Thema sein, auch bei vielen von euch, weil ihr ja irgendwie auch die Zeit verbringen wollt. Da freue ich mich schon drauf, dass da ein bisschen mehr passiert, auch dass ihr die Videos vielleicht ein bisschen mehr schaut, mehr Kommentare schreibt, dass man ein bisschen interagieren kann. Ich muss zugeben, ich bin momentan mit meinen Kommentaren sehr, sehr hinterher, aber ich habe gerade so viele andere Sachen gehabt, wo für mich Priorität waren. Ich hoffe, dass ich da jetzt ein bisschen mehr einfach auch Zeit habe, wieder Kommentare zu schreiben. So, viel mehr fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ja, ich wünsche euch, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr gut durch diese Krise durchkommt, auch geschäftlich, das ist natürlich auch so ein Thema, da muss man natürlich auch gucken, wie es da weitergeht, aber ich denke, wenn wir zusammenhalten, wenn wir auch viele Sachen berücksichtigen und einfach mal zu Hause bleiben eine Zeit lang, dann hoffe ich, dass die Sache nicht so schlimm wird wie in Italien oder auch bei mir im Nachbarland in Frankreich, wo es ja auch ziemlich schlimm ist, ja. So, das war's eigentlich schon. Mehr möchte ich jetzt gar nicht zu dem Thema sagen. Bleibt gesund, geht anderen Menschen leider Gottes momentan aus dem Weg. Und ja, wir sehen uns in alter Frische, alter Stärke. Ich hoffe, dass ich auch gut durchkomme. Ich zähle so ein bisschen zu den Risikopatienten oder Risikopersonen leider Gottes. Aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter, wir werden weiter Videos machen. Und euch dann auch ein Stück weit durch die Krise unterhalten. Beim Schneiden von meinem Video habe ich bemerkt, dass ich was ganz Wichtiges vergessen habe, warum ich eigentlich auch das Video gemacht habe. Ich möchte mich wirklich im Namen aller bei euch bedanken, die in der Corona-Krise wirklich noch an der Front sind und weiter die Stellung halten. Ich habe da mal ein paar aufgeschrieben. Ich möchte mich bei den Verkäuferinnen bedanken, bei den Krankenschwestern, Ärzten, Polizisten, Feuerwehrleuten, Zahnarzthelferinnen, alle die für die Stromversorgung notwendig sind, die Wasserversorgung aufrechterhalten, die LKW-Fahrer, die das ganze Material hin und her fahren, das wir brauchen, bei den Telekommunikationsmitarbeitern, die dafür sorgen, dass mein Internet noch funktioniert, das Telefon funktioniert und natürlich auch bei den Handwerkern. Ja, die meisten Handwerker sind ja auch noch aktiv und arbeiten an der Front und versuchen ihre Aufträge abzuarbeiten. Ich finde das mega klasse, dass ihr das alles noch macht und ich wünsche euch, dass ihr euch da nirgends irgendwie ansteckt oder dass ihr da irgendwie Schaden bekommt bei der Ausübung eurer Tätigkeit. Also wirklich echt top und klasse und Dankeschön, dass ihr da weiter noch an der Front weiter mitarbeitet. Das war mir eigentlich wichtig, das noch zu sagen. So, in diesem Sinne bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Beste und schaut einfach mal bei mir auf dem Kanal vorbei.